Herzlich willkommen zum Let's Play von Underhell. Genau wie Nightmare House ist Underhell eine Half-Life 2 Mod, die unter anderem Horrorelemente bietet. Es ist bisher nur der Prolog erschienen, der aber auch sehr umfangreich sein soll. Ich bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Ich habe zufällig noch gesehen, dass es eine deutsche Übersetzung gibt für die ganzen Tagebucheinträge und sowas. Von daher bin ich sehr froh. Dann kann ich das nämlich jedenfalls auch vorlesen, weil mit Englisch finde ich das ein bisschen doof. Auf jeden Fall starte ich jetzt erstmal das neue Spiel. Neugierig bin ich auf jeden Fall, weil gespielt habe ich das selber noch nicht. Soll aber gut sein. Das ist ja die Hauptsache. Na komm, mach ein bisschen schneller. Dum, 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 dum. Rot. Okay. Jake? Jake, can you hear me? Hang in there. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Jake heißen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit jetzt gigantisch. Wuhu! Ah, yeah! Erstmal ein bisschen Werbung. Ich dachte, die Credits kommen am Ende und nicht am Anfang. Mod Modification. Wundert mich nicht, wenn ich irgendwie ein bisschen zerstreut bin. Ich bin leicht erkältet, deswegen gab es dann auch am Sonntag keine Folge. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so auffällt, dass ich nicht wirklich fit bin. Underhell. Piu. Wuhu. Jetzt höre ich nur ganz leise die Musik. Laut meiner Erfahrung nimmt Fraps das sowieso ein bisschen lauter auf. Das habe ich gemerkt, als ich den Soundtest bei diesem Spiel gemacht habe. Damit es nicht am Anfang direkt losdröhnt. Da war das Rauschen vom Wind viel, viel lauter, als ich das gehört habe. Von daher müssen wir mal schauen, ob man die Musik gut hören kann oder ob ich das noch einen Tick lauter stellen muss. Ja, das lässt sich ja noch verändern. Ohne Probleme. Okay. Irgendein Kämmerlein gefliest. Ziemlich schmuddelig. Ein Badezimmer. Okay, da war eindeutig die Toilettenspülung. Wow, das ist nicht mal rote Bettwäsche. Unglaublich. Sieht aber alles ein bisschen runtergekommen aus in diesem hübschen Häuslein. Steuern kann man leider noch nicht. Hui. Ist ein bisschen wie Achterbahn fahren. Na los. Oh Scheiße, die Kamera ist getroffen. Ja, wir sehen ruhig, er schläft. Oh, da hinten blinkt was. Was ist denn das? Blinken ganz viele Sachen. Gegenstand benutzen. Wir gehen rein. Okay. Denke man, das Telefon zu beantworten, wenn es klingelt. Wenn dein Kapitel beginnen willst, musst du zum LKW gehen. Und dafür musst du erst die LKW-Schlüssel finden. Falls du ein Gameplay-Tutorial absolvieren willst, dann benutze die Pinnwand in der Garage. Wenn du deine E-Mails lesen möchtest, benutze den Computer. Okay. Denk dran, ab und an in den Briefkasten zu schauen. Das ist ja cool. Inhalt deines Inventars erscheint auf diesem Tisch. Cool. Man kann
kann sogar das Bett benutzen. Das ist so ein bisschen Tamagotchi. Wenn er gleich sagt, man kann doch auf Toilette gehen, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen. Jedes Geheimnis kann gelüftet werden, okay. Das finde ich natürlich interessant, wenn man das Haus noch richtig erforschen kann. Kann man da irgendwie... an? Oh. Ja, da blinkt's auch. Hier war doch was. Was war denn hier? Schlüssel zur Küchentür. Kann man aufmachen, ist aber nichts drin. Okay. E-Mails können wir lesen. Das ist das... Fangen wir doch mal beim... ja. Bei der ersten an. Am 7.9.2013. Guten Tag, Herr Hawkfield. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich Ihren Fall nicht länger behandeln kann. Ich werde deshalb Ihre Akte an Dr. Snyder weiterreichen. Sein Fachgebiet ist für Ihren Fall besser geeignet. Daher hoffe ich, dass Sie mit dieser Entscheidung einverstanden sind. Bitte rufen Sie im NLH-Krankenhaus an, um Ihren Termin bei Dr. Snyder zu bestätigen. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen und grüßen Sie Frau Hawkfield von mir. Sie haben gewonnen! Uhu! Dies ist kein Spam, das ist kein Witz. Bam, bam. Gut, egal. Jake, ich schulde dir mein Leben, Kumpel. Du bist mein Bruder, Mann. Ruf mich an. Ich werde immer für dich da sein. Jederzeit. Überall. Wann immer du willst. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Von Mike Newell. Awesome Mail. Auch interessant. Hallo, Jake. Mein aufrichtiges Beileid. Hi, Jake. Wie geht's dir so? Ich schätze, das ist eine blöde Frage. Hör mal, wenn du irgendwas brauchst, egal was, dann lass es mich wissen, in Ordnung? Ich weiß, du hast Frank und ihr seid gute Freunde, aber ernsthaft, ich bin auch für dich da, so wie jeder in der Einheit. Mike hat verdammt nochmal geweint. Du bist echt nicht allein. Ruf mich an, okay? Dann gehen wir mal einen heben. Bis bald, Kumpel. In der Einheit, okay? Ich muss Zeug aus dem Garage. Ja, das ist schon mal interessant mit den E-Mails. Was haben wir hier? Lichtschalter? Cool. Kann man auch noch irgendwas machen? Was liegt denn da? Ist das ein Flaschenöffner oder sowas? Wenn ich mal einen brauche, ich lege den jetzt einfach mal hier auf den Tisch. So. Eine Toilette ohne Waschbecken. Naja, das lasse ich mal unkommentiert. Ich kann dieses Bild immer noch nicht ansehen. Ja, da ist wohl seine Frau gestorben. Glückliche Erinnerung aus einem anderen Leben. Auch nicht schön. November 1999. Warte, schon noch 2013. Okay, hallo Tagebuch. Ich muss gestehen, ich habe dich vermisst. Nachdem ich diese alten, staubigen Seiten gelesen habe, muss ich wieder etwas schreiben. Es ist viel passiert. Es bedarf einiger Worte, um alles zu schildern. Vater hätte mir ein größeres Buch kaufen sollen. Ich habe Jessica gestern gesehen, was auch der Grund war, nach dir zu suchen. Sie hat mich nicht sofort erkannt. Ich selbst habe sie kaum erkannt. Sie ist nicht mehr das fröhliche Mädchen von einst. Sie hat traurig ausgesehen und mir erzählt, dass ihre Eltern fort seien und sie nun mit ihrem Onkel und Bruder lebt. Ich verstehe nicht, warum ihre Eltern sie verlassen würden. Es hat mich traurig gemacht. Ich bin froh, noch meine Eltern zu haben. Sie hat auch Mia erwähnt. Anscheinend ist sie wirklich fortgelaufen. Sie hatte keine Mutter mehr, die nach ihr sieht. Ich habe solch ein Glück. Okay. Sind wir hier? Ja, yeah, cool. Taschenlampe. Bin begeistert. Ihr Tagebuch. 3. September 96. Das ist schon mal drei Jahre vorher. Liebes Tagebuch, das Schreiben dieser neuen Sprache ist mir noch nicht einfach, aber mein Vater tut bestehen auf der Tradition dieses Landes, dass ich Tagebuch schreiben soll. Er sagt, dass meine Sprache besser wird. Ich habe noch keine Freunde. Ich verstehe nicht, wenn andere Kinder mit mich sprechen. Sie sprechen zu schnell und nicht wie Erwachsene. Ich komme bald in die Schulstufe 6. Ich habe Angst, dass ich keine Freunde haben werde oder dass ich keiner von ihnen sein werde. Ich vermisse Japan nicht wirklich, aber ich hatte kaum gelernt, Schreiben zu tun. Die Kanjis für Tiere. Ich muss jetzt hier lernen, sie zu schreiben. Sie haben weniger Buchstaben als wir. Ich fühle mich schlauer, wenn ich auf diese Seite sehe. War das alles? Ja, tatsächlich. Oder kann man da... Gibt es da einen Trick? Tagebuch mit nur einer Seite? Na gut. Ich lasse das jetzt erstmal so.
Ja, was haben wir hier? Irgendwelchen. Okay, Küche, Telefon. Gut, dass ich nicht abergläubisch bin. Wieso? Wegen der 13? Ach, Freitag der 13. Haben wir den heute? Na gut, ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal. Die Nacht bricht herein. Einfach so. Jetzt sollte ich jetzt erstmal nach oben gehen und mich schlafen legen. Ich mache das jetzt mal ganz kurz. Auch wenn ich eigentlich ja sofort kommen sollte. Aber scheint hier ja nicht so relevant zu sein. Lege ich mich erstmal in mein Bettchen. Hä? Was ist... okay. Ist das jetzt sowas wie ein Albtraum? Eins. Oh. Meine Träume, manchmal gleich, manchmal nicht. Sie hüten ein Geheimnis, Erinnerungen, die einst waren Licht. Okay. Alles benutzen. Yay. Geht aber gern mit Batterien. Na gut, nehme ich jetzt einfach mal so ein Fackelchen. Fackelchen. Gott, ist das hier dunkel. Also nicht nur ihr seht nichts, ich sehe auch nichts, gar nichts. Meine Albträume. Sie warten in meinen Träumen, lauernd in der Nacht. Licht, es schützt mich von Fe vor Fehlern, die ich habe gemacht. Die ich habe gemacht. Okay, super. Die deutsche Übersetzung ist schon mal göttlich. Ja, alles nur. Und dann nehme ich noch meine andere. Frische. Ja, das ist doch toll. Direkt mal ein Albtraum, wie es. Okay. Meine Schuld, ich höre. Sie kommen aus finsteren Ecken. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss mich verstecken. Oh mein Gott. Was war das? Ach du Scheiße. Das ist ja was für meine Nerven. Los, komm. Jetzt wirst du, wo ich hin muss. Aber da ging es doch jetzt auch nicht weiter, oder? Bin ich irgendwie blind? Nicht, dass da noch so ein Viech kommt. Na gut, dann kann ich ja eigentlich nur erstmal wieder zurückrennen. Das ist ja... Oh, das Licht. Frank, please take good care of him. He's my son. You never told me about his son before.
That's because I don't. Hä? Dass du mir erzählt, dass du einen Sohn hattest? Ich habe auch keinen? Was? Ach du Scheiße. Ach, ich hätte da weitermachen können. Ups. Aha, dann heißt das, der hat nachts diese Albträume. Gut, ich habe jetzt auf Aufwachen geklickt. Ich hätte aber auch weitergehen können. Das finde ich gut zu wissen. Ja, jetzt hat die einmal gespeichert. Ich sehe hier ganz viele blinkende Sachen und ich bin total neugierig, was da in diesen anderen Traumzimmern noch so auf uns wartet. Aber ich mache jetzt trotzdem einen kleinen Stopp.